Also um mich herum sehen Sie jetzt das Schwimmbad in Heininge, das Hallenbad. Und da werden jetzt gleich unsere beiden Kandidaten ins Wasser springen. Können wir ja mal kurz zeigen, wie das aussieht. Und bringen Sie bei diesem Spiel ja eine gute Nachricht an alle weiblichen Zuschauer zu Hause. Die beiden werden jetzt ihre gestellten Körper zeigen. Kann man sich bestimmt mal nett anschauen. Und ich denke, die beiden Kommentatoren werden es auch mitteilen, wenn es einen Weltrekord gibt. Und eine Kurz noch zu den Regeln, die beiden werden jetzt zwei Bahnen schwimmen, also 50 Meter insgesamt. Und es geht darum, wer die Bahn einfach schneller schwimmt. Jetzt schauen wir mal drauf, was die beiden. Der nächste. Ja, dann sind wir wohl die beiden Kommentatoren dran. Beide sind jetzt erschienen, orientieren sich noch. Dani hat sich, ja, also die haben beide prinzipiell die gleichen Badehose, aber Simon hat jetzt das Teil über die Badehose noch gezogen. Wobei, ich glaube, Dani hat... Was hat er denn überhaupt für eine Hose an? Die kenne ich gar nicht. Das ist seine ganz... Ach, Simon, der hat das eine. Das ist seine eigene. Ah, da hat er sich eine andere geholt. Ich habe ihm die andere gegeben. Okay. Ja. Jetzt schauen wir noch, dass die auch hier in Sichtweite sind, dass man die auch hat. Komm, der meistens schaut. Daniel scheint sich auf jeden Fall sportlicher gekleidet zu haben. Aber ob das ausreicht im Schwimmen? Ja, man muss ja sagen, bisher Timo in den Sportspielen war Daniel der Stärke. Nee, Daniel, was ist deine Meinung? Ja, ich frage mich gerade nur, ob der Typ, der da jetzt mit dem Quilt ist, sieht, dass hier eine Kamera steht. Aber ich glaube, das ist ganz gut, weil die Säule da. Ich glaube, das Problem ist hier jetzt nicht entscheidend. Entscheidend ist dieser Wettkampf zwischen diesen beiden Sportsmenschen. Oh, und das sieht man jetzt auch zum ersten Mal im Bild unseren bärtigen Kandidaten. Also, Simon ist der Mann mit der lilanen pinken, lilanen Hose. Ja. Selber, wer ist denn für dich hier der Favorit? Gut, ich muss sagen, ich habe beide noch nicht schwimmen sehen. Ich habe beide schon. Wie gesagt, nach meinen sportlichen Eindrücken bisher hat Daniel den fitteren Eindruck gemacht. Ja. Wie das jetzt im Wasser ist. Ich glaube, er betreibt auch Sport regelmäßig, nicht wahr? Ja, er spielt regelmäßig Fußball, hat sich so fit gehalten, gerade für diese Wettbewerbe, die wir heute sehen. Und er übt schon mal. Plötzlich ist Timo im Bild. Wie kam Timo da jetzt rein? Kannst du einen Bademann stellen? Ach, hat gefragt, ob er darf? Ja. Cool, ja, habe ich auch vorgeschlagen. Also, Sie können auf jeden Fall ins Wasser springen. Es scheint ihm nichts auszumachen. Es scheint erfrischend zu sein. Süß mit seiner Taucherbrille. Falls Sie es noch nicht gemerkt haben, es ist relativ heiß. Wow. Draußen ist es relativ heiß. Das ist auch der Grund, warum wir heute im Hallenbad sind. Das Freibad ist einfach zu überfüllt. Ja, außerdem wollten wir unsere zwei Kandidaten auch nicht so entblößen in der Öffentlichkeit. Wobei Daniel hat sich jetzt tatsächlich, ich wende mal hier die Kamera ein bisschen, auf den Sprungturm gebahnt. Ja, beide Kandidaten werden beide von diesen Startblöcken reinspringen. Oh, das würde ich mich aber gar nicht trauen. Wow, das sah gut aus. Technisch kann man da noch ein bisschen nachbessern. Es hat stark gespritzt. Also ich würde sagen, das ist das schönste Spiel, was wir je gespielt haben. Im Wasserspringen hätte er jetzt keine gute Note bekommen. Ja. Aber wir sind ja jetzt beim Schnellschwimmen und nicht beim Wasserspringen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen aufs Thema Badehose. Ich glaube, das kann eine Rolle spielen. Ich persönlich bin auch bei Notenschwimmen dann immer mit so einer einfachen Hose genommen, weil ich glaube, das stört einfach an den Beinen manchmal. Ich glaube auch, das wird ein paar Zehntel kosten. Und dann hat er noch das. Man muss auf jeden Fall mehr Kraft übernehmen. Und Daniel Christ hat sich auch tatsächlich extra für heute das rechte Bein rasiert. Also man sieht unterhalb auf jeden Fall, es wirkt einfach professioneller bei Daniel Christ. Und es ist das linke, Sophia hat recht, es ist das linke. Das linke Bein, ja. Er wollte es sich nicht ganz rasieren. Und Simon traut jetzt. So, ist jetzt nicht im Bild, aber jetzt sieht man es da so hinter dem Turm. Ein klarer Frühstart. Und jetzt der zweite Sprung. Unser Gegner. Also technisch ist da auf jeden Fall noch nachzubessern. Er springt da rein wie eine, naja... Wie soll man sagen? Aber er hat eine gute Bewegung mit den Beinen. Das ist wie so ein wie so ein Motor, den er da hinten drin hat. Und wenn wir daran denken, es ist nur das Einschwimmen. Im Einschwimmen macht Daniel den besseren Eindruck. Wie beim Laufen vorhin. Aber das Qualifying ist auch nicht das richtige Rennen. Vielleicht hat er sich da verausgabt. Ich würde jetzt nicht irgendwie voreilige Schlüsse ziehen wollen. Nein. Ich gebe beiden eine Chance. Wir haben gesehen, beide sind unberechenbar. So, Simon geht jetzt gerade wieder raus aus dem Wasser. Ist das jetzt ein Zeichen oder geht er einfach nur raus? So, anscheinend, wenn ich es richtig verstehe, wollen Sie jetzt sich da zum Start bereit machen. Jetzt hoffen wir nur, dass Sie nachher auch im Bild zu sehen sind. Ganz links sehen Sie die Leute. Ja, wir filmen die jetzt, aber wir werden das nie in der Öffentlichkeit preisgeben. Es wird nie auf YouTube landen. Also wenn Sie uns auf YouTube schauen, dann kann das nicht sein.
Also es wird wirklich nicht passieren. Komisch, dass Sie es gerade auf YouTube sehen. Nein, es ist nicht auf YouTube. Noch nicht. Oh, und da haben sie gerade einen Ring geworfen von der rechten Seite. Ich hoffe, das gibt jetzt keine Mischung. Und Timo ist an der Stadtrampe, ist voll nett vom Bademeister. Hallenbad Heiningen ist es, dass die uns da jetzt reingelassen haben. Oh, und ich glaube, da ist auch tatsächlich jetzt das ganze Hallenbad frei. Nur ein Kind schwimmt da jetzt quer rein. Anscheinend habe ich so nicht verstanden, was das rein wird. Sehr wilden Schwimmspiel, ja. Mit dem es aber nicht so richtig vorwärts kommt. Hat sie ein bisschen bestimmt eher ein bisschen nach Tieren an diesen, aus. Vielleicht an so ein Hund Spiel oder so. Sollten sich die beiden auf jeden Fall nicht orientieren. Und beides Ding jetzt auf den Startrampen. Ich beende die Kamera ein bisschen, dass man auch das Handgriff gut sieht. Die Schnelligkeit allerdings nicht. So, vielleicht haben die auch wirklich gesehen, dass eine Kamera drin ist und deshalb ist einfach niemand mehr im Hallenbad, außer ein paar Kindern. So. Jetzt hier unterschiedlichste Techniken üben. Ich will da jetzt auch gar nicht künstlich Spannung aufbauen, es ist einfach schon so viel Spannung da. Ich halte mich da jetzt besser zurück und belassen Sie mit den Bildern erstmal auch ein paar Sekunden mit alleine. Das Hallenbad scheint noch keine Freigabe zum Start gegeben zu haben. Was denkst du, was denkt jeder vor in den Kandidaten? Nun ja, also beide haben das Wasser schon mal kennengelernt, sehr interessant. Schon mal gefühlt. Beide haben sich jetzt erstmal wieder von den Stadtblöcken entfernt, stehen jetzt neben den Stadtblöcken. Anscheinend wird der Start nicht vom Stadtblock erfolgen. Wir scheinen zwei Jungs doch miteinander doch wilde Spielchen zu treiben und schwimmen sogar in die Bahn rein. Wir haben ja ein paar, ja, im Fußball würde man sagen, Flitzer unterwegs. Ja, fast nackt auch, müssen wir dazu sagen. Ja, wenn man jetzt das ganze Hallenbad sich so anschaut, ich denke, die Temperatur ist ungefähr bei 26 Grad. Wo bleiben denn die Ordner? Grad. Daniel übernimmt jetzt die Rolle des Ordners. Der Kandidat persönlich. Er versucht, den Flitzer zu erklären, dass er den Leuten nicht hilft. Der Flitzer will wohl ein Selfie machen. Aber immer mit Zeigefinger. Anscheinend geht es um Selfie, aber es geht auch nicht um Selfie. Er geht jetzt, er schwimmt davon. So, Daniel hat anscheinend die passenden Worte gefunden. Und nun ist die Bahn frei. So, schweigen. Bademeister ist schon näher. Und beide stehen auf dem Startblock. Und jetzt geht's los. Das sind zwei Bahnen. War das ein Frühstart von Simon? So. Also Simon ist aus dem Startblock auf jeden Fall besser rausgekommen, aber Daniel macht enormes Tempo. So, das ist ganz, ganz spannend. Enormes Tempo. Er fast auf Ballhöhe, aber Daniel in Führung. Oh, und jetzt aber der Arm reicht. Simon ist bekannt Simon dafür, auf den, zwei letzten, Abstand. Auf den letzten Meter nochmal so, Gas jetzt zu geben. Die letzte entscheidende Bahn. Sie nähern sich jetzt beide an, man sieht es auch im Bild. Sieht Daniel Christian vor. Eine hervorragende Technik bei beiden. Wie beide Daniel und Simon wird langsamer. Simon hat nicht mehr die richtige Simon hat die Orientierung verloren. Er sucht. Bei Daniel sieht es nicht. Es sieht nicht sportlich aus, aber es ist effektiv. Und Daniel gewinnt wieder das Sportspiel. Das ist das dritte Sportspiel, was an Daniel geht. Hat sich rehabilitiert nach dem Misserfolg bei Wer bin ich? Stadionleistung. Und geht somit in Führung in 43,49. Eine unfassbare Zeit. Das ist der Sieg im Spiel 5 für Daniel Christ.